Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Stunde, zu meiner Seite. Wir müssen hier zur ganzen Sache hinlaufen. Was wird hier passieren? Auf mich wurde geschossen. Was ist das nur für eine Welt? Es war ja rot. Vielleicht müssen wir die Roten umgehen. Nein! Okay, rot ist es wirklich. Aber wie kommen wir denn da? Auf mich wurde geschossen. Ja, haben wir schon verstanden. Auf mich wurde... Ich frage mich immer, was ist hier am Pfeile gedacht? Oben da ist... Auf mich wurde geschossen. Nein! Nein! Nicht! Auf mich wurde geschossen. Wie kommt man hier vorbei? Okay. Wieso sollte ich das? Okay, die Kurbel nach dahin scheißen. Und nun? Ich glaube, da fehlt noch etwas. Wieso sollte ich das machen? Du bist doch diejenige. Wieso sollte ich. So. Eine große Tür aus... Sieht... Das klappt so. Wie jetzt? Wieso sollte... Hä? Zu hoch oben. Wieso sollte... Du fragst mich, ey, was du... Ein Teil vom Schließmechanismus der Tür... Scheint beweglich zu sein. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das? Ich hab doch keine Ahnung, frag doch mich nicht. Hä? Ich glaube, da fehlt noch. Das klappt so nicht. Nee, weg da du. Ich glaube, da. Wieso sollte. Du fragst, ey, du bist so ein Trottel. Das klappt so nicht. Wieso soll. Also, wir haben jetzt gerade. Okay, wir können irgendwie die Dinger ansetzen. So, und jetzt? Ich glaube, da fehlt noch etwas. Bewegt sich irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Das klappt so nicht. Wieso soll. Wie sieht es mit den Großen aus? Ich
glaube... Ist alles ein bisschen versetzt. Das ist voll komisch. Das war hier ein bisschen versetzt. Gut, hä? Wo haben wir denn die... Hä? Okay, das kann es auch nicht sein. Ich glaube, da... Achso, die liegen immer an dem Boden. Okay. Hä? Ich glaube, da fehlt noch etwas. Ich bin mir wirklich unsicher, was wir gerade machen müssen. Also wir müssen schon irgendwie das Ding... Das klappt so. Wieso sollte ich das... Ich glaube, da fehlt... Hier wird aber auch alles in Frage gestellt. Ein Teil vom Schließmechanismus. Wieso sollte ich... Wieso fragt der Typ doch? Das scheint zu groß zu sein. Ich glaube, da... Und der Zeiger bringt da auch nichts, ne? Wenn wir da hinsetzen... Wieso sollte ich... Das klappt so nicht. Der ist zu groß. Und da zu klein. Dann muss zum Beispiel der hier hinsetzen. Ich glaube, da fehlt. Wieso soll. Oder dann das hier. Wieso sollte ich das machen? Der fragt mich ja wirklich alles. Das klappt so nicht. Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Oder? Vielleicht wird da was draus. Ich hab keine Ahnung. Sehr schön. Danke sehr, meine Mäuschen. So. Hoffentlich. Ich glaube, da fehlt noch. So, das Ding kommt bestimmt links ran. Und nun. Da und dann so hier. Und nun mal probieren. Ich glaube, da fehlt. Ah, und vielleicht nun... Ich glaube, da fehlt... Das Ding einfach zur Seite schieben. Na, sieh mal an, hat geklappt. Und wohin geht's Endlich. Denn jetzt? Wohin geht's jetzt? Oh. Hä? Aber wo sind wir jetzt? Können wir da ein bisschen mitnehmen? Das ist beweglich. Könnte das vielleicht der Schließmechanismus von hinten sein? Du meinst von vorne. Hä, was? Naja, du bist ja durch die Decke in die Katakomben gekracht. Das hier ist vermutlich der richtige Eingang. Stimmt. Und keiner konnte die Katakomben betreten, weil der Schließmechanismus kaputt war. Bis ich ihn repariert hab. Immer der Herr Taloriel. Okay. Was steht eigentlich da geschrieben? Möchte ich gerne wissen. Ein Grabmal. Da ist irgendetwas eingraviert in alter Sprache. Hoffentlich. Den Aussätzigen, die für das Königreich der Himmel auf Erden den Tod und die Engelsflamme fanden.
Dafür also die Nekropole. Engelsflamme? Kein Plan. Dann gehen wir zurück. Hier bin ich also. Und jetzt weiß ich auch, wo diese Klappe im Boden hinführt. Na, hoffentlich. Beinhaus, was ist das? Ist das... Ah, das... Okay, da geht er wieder runter. Ist ja log. Okay, alles klar. Mal entdeckt, wie das so weitergeht. Dum, 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 dum. So, und jetzt sind wir zu Blumford. Echt, das war ein bisschen doof, das Ganze hier. Aber wir haben es geschafft. Und das ist doch die Hauptsache. Du schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein! Was? Wie bitte? Ich habe mich dir in den Weg gestellt. Ich habe dich in einen Sarkophag gesperrt. Ich habe den Sarkophag versiegelt. Und du? Du wagst es? Ja. Warum eigentlich? Das war seltsam. Ah, gut. Ich dachte, es geht nur mir so. Ich sagte ja, dieses Viech ist, wahr, diabolisch. Und was machen wir jetzt mit der toten Ziege? Kann die hier einfach so liegen bleiben? Keine gute Idee. Greta hat dich eh schon auf dem Kieker. Wenn jetzt noch so ein toter Sündenbock hier mitten im Zentrum auftaucht, wird sie bestimmt einen Weg finden, dir das anzulasten. Womit sie ja nicht so ganz Unrecht hätte. Nicht hilfreich, Azael. Okay. Vergraben ist eine ziemlich gute Sache. Du willst ein Loch graben mit deinem... Hallo. Schöner Tag, oder? Nicht für die Ziege. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. So. Blöd wäre es ja nur, wenn man sich hier finden würde. Ja, das wäre wirklich blöd. Deshalb räume ich sie besser mal weg. Ich habe zum Glück nicht gesehen, was mit ihr passiert ist. Ach was. Manchmal ist das eine gute Eigenschaft, wenn man nichts gesehen hat. Mhm. Ich meine, du hast ja auch nichts gesehen, oder? Ich? Ich habe doch nichts gesehen. Was hätte ich denn sehen sollen? Richtige Antwort. Dann haben wir beide nichts gesehen. Ich kümmere mich dann mal um die Ziege. Auf ein neues, immer schön mit dir Geschäfte zu machen. Danke, Sir. Was für Geschäfte? Ruhig, Taloriel. Er entsorgt die Ziege. Jetzt mach das nicht kaputt. Mach lieber, dass du wegkommst und Blumford die Schnipsel vom Bauplan bringst. Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt. Da hat er total recht. Und nun gehen wir rein. Haben wir den Schnipsel überhaupt noch? Ach, gut, den haben wir. Oh, schon gedacht, den hätten wir nicht mehr. Blumford! Ich habe endlich den Schnipsel des Bauplans, den sich die Ratte unter den Nagel gerissen hatte. Hier, nimm. Sehr gut, mein Junge. Du meine Güte. Du hast es tatsächlich geschafft. Der Bauplan ist wieder komplett. Fantastisch. Dann hätten wir ja alle Teile zusammen. Gib mir mal dein Notizbuch. Dann lass mich mal sehen. Ach. Also, im Prinzip fehlt uns nur noch die aerothermische Einheit. Die was? Die aerothermische Einheit. Das Ding, was die Flugmaschine fliegen lässt. Wir brauchen also noch einen Ballon aus Seide. Dann brauchen wir nur noch einen Brenner. Und als letztes brauchen wir noch das Gas. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Na, holla, die Walfee. Wir brauchen einen Ballon aus Seide? Ja, wir füllen ihn mit heißer Luft und nutzen die Thermik. Er muss aus Seide sein, damit er leicht genug ist. Und er muss groß genug sein, damit er die Flugmaschine tragen kann. Und wo bekomme ich in Heaven's Hope einen Ballon aus Seide her? Ich würde mal Mylin, die Seidenschneiderin, fragen. Ja, die Seidenschneiderin. Wieso brauchen wir denn das Gas für die Flugmaschine? Für den Brenner. Könnte aber vielleicht etwas schwierig werden. Wieso das denn? Naja, also,
Also ich hatte in die alte Spukmühle ein Gasometer gebaut. Ein was? Ein Gasometer. Ein Behältnis für Gas. Das Problem ist, es ist in die Luft geflogen. Und das, obwohl ich dem Gas ein nicht brennbares Additiv hinzugefügt hatte. Was, ein Pronomen oder was? Ehrlich, Junge, wir müssen mal an deiner Allgemeinbildung arbeiten. Ich hatte etwas zu dem Gas hinzugefügt, damit es nicht brennt. Aber offensichtlich nicht genug. Auf jeden Fall müsste deswegen von dem Gas eigentlich noch was übrig sein. Wenn ja, hat es sich vermutlich unter der Decke gesammelt, weil es leichter als Luft ist. Hier, nimm das. Was ist das? Ein mobiler Gasometer. Du suchst einfach das Gas in der Mühle und dann saugst du es hiermit auf. Dann bringst du es mir und ich befreie es von den Zusätzen und wir haben unseren Brennstoff. Schön. Gashammer. Woher bekommen wir denn einen Brenner? Ja, ich hatte mal einen, aber Greta hat ihn mir abgenommen. Vielleicht holen wir uns das Ding einfach ganz zum Schluss. Dann handeln wir uns jetzt noch keinen Ärger ein. Kann sehr gut sein, meine Freunde. Da sage ich doch auch mal viel Spaß. Das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß.